Guten Morgen, herzlich willkommen hier an diesem fünften Advent, eine Woche quasi nach Weihnachten. Ich bin Margret, Expertin für Dualseelen und Seelenpartnerschaften, und in diesem Video geht es um die Lernaufgaben der Dualseelen. Nummer eins, bin ich persönlich der Meinung, dass es nicht darum geht, etwas zu lernen, sondern dass es immer darum geht, sich an etwas zu erinnern. Und zweitens habe ich ja in meinem letzten Video schon die Meinung kundgetan, dass es sich für mich gar nicht um Dualseelen, sondern um Dualgeister handelt. Und wer das nicht mitbekommen hat, das ist das vorherige Video, das heißt Interview mit der Seele. Das kannst du in meinem YouTube-Kanal finden oder auch auf meiner Homepage, je nachdem, über welchen Kanal du dir eben gerade dieses Video anschaust. Ja? Lernen. Von klein an wird uns eingetrichtert, dass es etwas zu lernen gibt. Und wenn du vielleicht in den ersten Wochen, Monaten, Lebensjahren noch sehr spielerisch lernst, weil du vielleicht ziemlich relaxte Eltern hast, die dich Fehler machen lassen, die dich einfach beobachten, wie du deine Welt entdeckst und erkundest und wie du dich quasi Stück für Stück an Dinge erinnerst, die du schon kennst, wenn du so ein Leben hattest, dann ist das echt Glück. Weil dann hast du eine ganz besondere Methode des, ich sag jetzt mal, Lernens entwickelt. Du durftest entdecken und du durftest eben dich spielerisch an Dinge erinnern, und es kann sein, dass du einer der glücklichen Menschen bist, die unglaublich schnell Wissen, der unglaublich schnell Wissen erinnert. Und ich gehe davon aus, dass es nichts zu lernen gibt, weil alles jetzt ist. Also das ist etwas, was die Wissenschaft schon lange bewiesen hat, dass es die Zeit, so wie wir sie erleben, gar nicht gibt. Und dass es nur diesen einen großen Moment gibt, an dem alles existiert, ähnlich eines CD-Spiels, auf der das ganze Spiel schon gebrannt ist, und du kommst zwar in verschiedene Level, aber das ganze Spiel ist schon beschrieben und du bewegst dich praktisch nur mit dem Joystick quasi durch dieses Spiel hindurch. Und wenn alles jetzt ist, dann kannst du ja nichts lernen. Wenn alles jetzt ist und du im Grunde ein Stück von diesem Allen bist, was mit allem verbunden ist, komplizierte Gedankengänge an diesem Sonntag. Also in letzter Konsequenz bist du mit allem verbunden, und es geht darum, dich zu erinnern. Und ich bin wirklich im Moment in meinem tiefsten Kern sicher, dass wir, wenn wir sterben, wenn wir unseren Körper verlassen, was auch immer das Sterben bedeutet, wenn wir das Portal in eine andere Bewusstseinsstufe wieder nehmen und uns aus allen Begrenzungen lösen, dass dieses Wissen wieder total vorhanden ist. Also das heißt, so wie ich das empfinde und fühle, begeben wir uns ständig aus dem Allwissen ins Nichtwissen, aus dem Nichtwissen ins Allwissen, aus dem Allwissen ins Nichtwissen. Und es gibt viele Namen dafür. Manche nennen das Lesen in der Akasha-Chronik oder überhaupt dieses Allwissen Akasha-Chronik. Und es wird sicherlich eine unglaublich immense, wundervolle Erfahrung sein, zu wissen, dass kein einziger Gedanke, den ein Mensch denkt, für dich verborgen ist, wenn du dich im Allwissen befindest. Und so arbeiten im Übrigen auch Channel-Medien, Menschen, die dir die Zukunft voraussagen. Ich gehöre auch dazu. Wobei für mich es wenig Relevanz hat, dir die Zukunft vorauszusagen, denn es gibt so viele Möglichkeiten, wie deine Zukunft aussehen kann. Und wenn ich das tue, dann konzentriere ich mich auf diesen wahrscheinlichsten Weg, der einfach schon irgendwo eine Kerbe hat, in deinem Mosaik. Und du hast aber immer die Wahl, das zu ändern. Und deshalb können Wahrsager einfach Unrecht haben, weil wenn du plötzlich wach wirst und dich für eine andere Lösung entscheidest,
hat die Vorhersage überhaupt keine Relevanz mehr. Und es ist zu jedem Zeitpunkt deines Lebens möglich, eine neue Wahl zu treffen, weil alles jetzt ist. Sogar das, was passiert ist, ist jetzt schon. Theoretisch kannst du deine Vergangenheit ändern. Eben, gibt es dann überhaupt etwas zu lernen? Und ich bemühe mich in meinem Sprachgebrauch immer mehr, das Wort erinnern zu benutzen, erinnere dich an etwas. Für mich persönlich macht es viel mehr Sinn, mich an etwas zu erinnern, weil dann gehe ich davon aus, dass ich das schon weiß, dass ich es im Moment einfach vergessen habe und dass es beim Erinnern darum geht, das wieder in den Zwischenspeicher oder aus dem Zwischenspeicher herauszuholen in mein Bewusstsein. Das ist etwas anderes, als wenn ich davon ausgehe, ich muss mir Lernen eintrichtern. Und das ist das, was wir in der Schule lernen. In der Schule lernen, in der Tat, in der Schule wird uns beigebracht, etwas einzutrichtern, Bücher zu wälzen, Dinge auswendig zu lernen, die du spätestens ein paar Jahre später wieder vergessen hast, meistens schon zur Prüfung, wo du dich ums Verrecken nicht daran erinnern kannst, an das, was du eigentlich wissen sollst. Und was ich noch viel destruktiver finde als das Lernen schlechthin, oder die Art, wie im Moment noch gelernt wird, großenteils. Es gibt auch schon andere Schulen. Das, was ich noch viel destruktiver finde, ist dieses Konkurrenzdenken. Also, du kriegst Noten oder Punkte. Und du wirst im Grunde für Fehler bestraft. Wobei es so unglaublich wichtig ist, Fehler zu machen. Also, du wirst bestraft für das, an was du dich gerade nicht erinnerst, weil es vielleicht auch gar nicht zu dem Thema gehört, was du später, was du später nutzt, um deiner Berufung nachzugehen. Du brauchst einfach einen geilen Notendurchschnitt und du lernst, um dich durchzusetzen, um dich mit oder gegen deine Klassenkameraden eben auch zu konkurrenzieren, um besser, höher, schneller weiterzukommen. Das Ego wird ordentlich gefüttert. Und das Ego ist etwas, was du im Dualseelenprozess überhaupt nicht brauchen kannst. Und das ist etwas, was dir total im Weg steht, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben möchtest, mit deinem Eigelb, mit deiner Dualseelenhälfte zusammenzukommen. Wenn du dich erinnerst, und das geht immer dann spielerisch, wenn du verliebt bist. Ich war mal verliebt in einen Physiker. Und in unseren ersten Abenden haben wir uns sehr intensiv über Physik, Quantenphysik, Schrödingers Katze und ja, ein paar Dinge der Relativitätstheorie ausgetauscht. Mich hat das schon immer interessiert. Und wenn du verliebt bist, dann saugst du das von deinem Gegenüber quasi auf. Das hat nichts mit Lernen zu tun. Du durch diese Verliebtheit, vielleicht, ich weiß nicht, Verliebtheit oder Liebe, ich will das jetzt mal im Raum stehen lassen, hast du eine gesteigerte Wachsamkeit und du bist irgendwie bereit, alles vom anderen zu erkunden, deine ganzen Schutzsysteme, deine ganze Antiterroreinheit, die dafür sorgt, dass dir ein anderer nicht zu nahe kommt und die so immer in Hab-Acht-Stellung ist. Die ist außer Gefecht gesetzt, die schläft irgendwie, die träumt. Und du bist nur auf dein Gegenüber eingestellt und bist so offen und er ist offen und ihr beide seid offen und alle Schubladen irgendwie sind auf in euren Systemen und ihr werft einfach einen Blick in die Schublade des anderen, spielerisch, voller Liebe. Ah, ja, das ist so. Klar, das war schon immer so. War mir irgendwie schon immer klar. Irgendwie hatte ich es nur vergessen. Und da verstehst du, dass du dich erinnerst durch einen besonderen Menschen, der dir irgendwie in einem besonderen Moment das Herz öffnet. Erinnerst du dich? Und deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Lernaufgaben gibt im Dualseelenprozess, sondern dass die einzige Aufgabe darin besteht, dich zu erinnern, dich Tag für Tag mehr an das zu erinnern, was ist, an deine Quelle, an die Wahrheit, an Liebe.
Und da komme ich zum Punkt. Liebe. Die Liebe ist der Grund, warum dein Eigelb wegrennt. Und für mich zum ersten Mal heute, ich schreibe gerade ein Buch über diese Dualseelen, es ist im Grunde fast fertig. Das heißt Dualseelen-Diät in 33 Tagen. Und meine These lautet, Dualseelen sind wie Eiweiß und Eigelb. Sie müssen sich erst trennen, berührt und geschlagen werden, um sich im großen Finale erneut im Kuchenteig zu treffen. Oder auch nicht. Denn dieses Happy End ist offen. Aus meiner langjährigen Beratungserfahrung würde ich sagen, das ist ein geringer Bruchteil an Pärchen, die sich tatsächlich treffen. Und vielleicht haben diese Pärchen etwas anders gemacht. Vielleicht sind sie demütiger, wachsamer, durchs Leben gegangen oder gehen wachsamer und demütiger durchs Leben, haben ihr Ego entspannt und erinnern sich an Liebe. Und das Eigelb, also Gefühlsklärer oder Kopfmensch dieser Beziehung, haut ja immer ab. Und oft und überall wird dir eingetrichtert, er tut das, weil er Angst hat vor dieser Liebe. Gut, mag sein. Und du glaubst, du hast keine Angst vor dieser Liebe. Du glaubst, du lässt diese Liebe zu. Du bist voll und ganz bereit und offen für diese Liebe. Und ich bin der Meinung, du bist es nicht. Ich bin der Meinung, ich bin das auch nicht. Ich bin der Meinung, wir haben genauso viel scheiß Angst, wir als Eiweiß, wie das unser Eigelb hat. Denn die Liebe, von der ich spreche, ist nicht die Bedürftigkeit und das ist auch nicht dieses hingezogen Fühlen zu einem ganz besonderen Menschen. Und das ist nicht dieses, oh, zwei Puzzleteile passen ineinander. Im Grunde musst du zu jedem Menschen diese Verbindung spüren können, wenn du in dieser Liebe ankommen möchtest. Und da habe ich mich einem Beispiel bedient. Ich möchte noch mal kurz wiederholen, viele Berater sagen dir, dass die Lernaufgaben der Dualseelen darin bestehen, vom Beruf in die Berufung zu gelangen, sich selbst zu lieben, auch ein sehr schwieriges Thema, Selbstliebe, die Finanzen in Ordnung zu bringen, Grenzen zu setzen, also dein Leben quasi auszumisten von Dingen, die nicht mehr zu dir gehören. Und das ist alles schön und gut, wunderbar, das sind tolle Dinge und die sind sehr nützlich. Aber wenn du da stoppst, kommst du überhaupt nicht weiter. Du hast dein Leben in Ordnung, also du kommst schon weiter, du kommst in deinem Leben weiter, aber das Happy End der Dualseele bleibt aus. Denn wenn du wirklich mit diesen Menschen zusammenkommen willst und wenn du so weit bist, wirst du es gar nicht mehr wollen, weil dein Ego schon längst über alle Berge ist. Aber damit du jetzt erstmal verstehst, was bräuchte es denn theoretisch, um mit diesen Menschen überhaupt in eine lebbare Beziehung zu gehen, das ist radikale Liebe. Die Liebe in ihrer reinsten Form, die Liebe in ihrer reinsten Form macht keinen Unterschied, ob du es mit einem Dieb, mit einem Bettler, mit einem Mörder oder mit einem Heiligen zu tun hast. Vor dieser Liebe sind alle gleich. Und das heißt, es müsste dir möglich sein, jeden Menschen zu lieben. Jeden Menschen zu lieben. Jeden. Und jetzt guck dir einfach nur mal dein Leben an. In deiner persönlichen Beziehung kannst du sagen, ich liebe jeden Menschen, ich begegne jedem Menschen mit Liebe. Und es geht nicht darum, immer Ja zu sagen. Nein, um Gottes Willen. Es geht darum, Grenzen zu setzen. Es geht darum zu sagen, hey, pass mal auf. Das finde ich gerade echt scheiße, was du tust und da mache ich nicht mit. Weil das verstößt gegen meine Werte und gegen meine Würde. Musst du erstmal wissen, was für dich Werte und Würde ist. Und dich immer wieder an dir ausrichten, erstmal völlig authentisch in dir anzukommen, zu sagen und auch zu wissen, was willst du überhaupt? Ist es wirklich das, was du willst? Oder willst du das, weil du glaubst, das sieht nach außen hin gut aus? Und ich kenne das so genau, weil ich so war und vielleicht auch manchmal noch so bin, dass ich insgeheim vielleicht irgendwie denke, das ist mein Ziel, das ist meine Absicht und irgendwo habe ich aber vielleicht das Gefühl, ich komme da draußen besser an, wenn ich so oder so bin. Also ich habe mich sehr stark überprüft, ich möchte aber immer sagen, dass ich bestimmt nicht frei von diesen
Dingen bin, ja. Ein kleines Beispiel zu diesen beiden dualseelen Hälften, wie das funktioniert und warum du überhaupt diesen Menschen so sehr unter deiner Haut lässt. Was passiert eigentlich, wenn du sagst, das ist meine Dualseele? Meine These ist, jeder da draußen ist deine Dualseele. Es kommt nur darauf an, was du zufällig da draußen gerade tust. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir alle Babys sind, immer noch. Wir sind alle Babys der Evolution und der liebe Gott hat uns eine Taschenlampe in die Hand gedrückt. Es sind schreiende, klucksende Hosenscheißer, die rumlaufen durch die Dunkelheit und wir haben eine Taschenlampe. Und die Taschenlampe hat einen Knopf. Angenommen, das wäre jetzt hier die Taschenlampe. Und du bist die ganze Zeit überhaupt mal damit beschäftigt zu gucken, wo ist denn überhaupt der Knopf, weil es ja dunkel und du weißt auch gar nicht, was ein Knopf ist, weil du musst erstmal überhaupt wissen, ah, das ist eine Taschenlampe, was macht denn eine Taschenlampe, die macht Licht. Und irgendwann, wie aus einem Versuch heraus, aus einem Zufall heraus, du hast dich schon Tage mit dieser Taschenlampe beschäftigt, Wochen und Monate, tschack, die geht an. Ah, und da wird es hell auf der anderen Seite. Und du siehst das erste Mal einen Menschen bewusst. Vorher, die haben dir auf die Füße getreten, du hast angerempelt und so weiter. Du nimmst die wahr, die nerven dich, viele nerven dich. Manche fühlen sich ja gut an, wenn sie dich so berühren. Und den Menschen, den du da im Spotlicht hast, im Kegel der Taschenlampe, siehst du plötzlich richtig. Und du verliebst dich augenblicklich in diesen Menschen. Es muss keine sexuelle Liebe sein, das kann einfach eine freundschaftliche Liebe sein. Du nimmst den Menschen wahr und du sagst, den habe ich gern, den sehe ich. Den habe ich ja mit meiner Taschenlampe angeleuchtet. Das ist dir aber in dem Moment nicht bewusst. Du glaubst, dass es Schicksal ist, diesen Menschen zu treffen, weil du diesen Menschen plötzlich siehst. Das sind tausende andere Menschen, aber ja, strahlende Taschenlampe leuchtet auf diesen Menschen. So weit, so gut. Das sind so die normalen Begegnungen, also normal. Das sind so diese Menschen, die du gerne in deinem Leben hast, ha, die hast du zufällig mit der Taschenlampe beleuchtet. Vielleicht hast du mit denen auch Beziehungen, auch familiäre Beziehungen. Und wie ist es mit der Dualseele? Also die Dualseele braucht praktisch zwei Hosenscheißer, zwei klucksende Babys, die im gleichen doofen Moment auf den Knopf ihrer Taschenlampe drücken und die sich gegenüberstehen. Und jetzt sehen sich diese beiden. Und die erinnern sich plötzlich. Dich kenne ich. Ja, ich kenne dich auch. Und es ist reiner Zufall. Es hat nichts mit diesen Menschen zu tun. Wärst du nur ein Stück weiter gewandert und hättest diesen Menschen angeleuchtet und er dich, es ist ja quasi wie ein Sechser im Lotto, bei uns klucksenden Babys mit Taschenlampen, dass zwei Babys so bewusst sind, das passiert wahrscheinlich eher unbewusst, auf diesen Knopf zur gleichen Zeit zu drücken, sich anzuleuchten und sich zu erkennen und sagen, wir gehören zusammen. Denn wir gehören da draußen alle zusammen. Es ist eigentlich scheißegal, wer sich anleuchtet. Es braucht nur zwei Menschen in einem großen Moment reiner Bewusstheit, um zu sagen, wir sind connected. Und dann geht das Spaß los. Ihr habt euch jetzt erkannt, weil ihr habt euch angeleuchtet. Das ist was ganz Besonderes, ist dir noch nie im Leben passiert. Und jetzt geht die ganze Scheiße los. Ihr glaubt, ihr müsst zusammen sein. Ihr glaubt, ihr müsst zusammengehören. Und da ihr euch jetzt erleuchtet habt gegenseitig, zumindest mal für ein kleines Stück, projiziert ihr jetzt schön eure Muster aufeinander. Das heißt, er kriegt dein Muster ab, du kriegst sein Muster ab und ihr deckt euch gemeinsam eure Fehler auf. Und das kann ewig so weitergehen. Da ist viel Leid, da ist viel Rückzug, weil plötzlich das Baby, das du angeleuchtet hast, deine Dualseele, dein Eigelb sagt, ich will aber gar nicht in dieser Liebe bleiben, in diesem Lichtkegel. Das macht mir Angst. Ich war immer in der Dunkelheit. Jetzt ist Licht, so zu viel Licht. Ich sehne mich zurück nach der Dunkelheit. Und es haut ab, es dreht sich rum und geht aus deinem Lichtkegel raus und du bleibst verlassen zurück, völlig verzweifelt. Du rennst mit einer Taschenlampe hinterher und versuchst, dieses Baby wieder zu erleuchten und du musst ja ihm suggerieren, dass er dich wieder anleuchtet, damit diese Beziehung funktioniert. Und das kann ewig so weitergehen. Wenn du aber lernst,
diese Taschenlampe zu bedienen, wenn du kapierst, dass der Knopf dazu da ist, um Licht zu machen, und wenn du so virtuos wirst, dass du in jedem Moment in der Lage bist, Licht zu machen, dass du in der Lage bist, in diesem Moment jeden Menschen anzuleuchten und die anderen Menschen daran erinnerst, auch diesen Knopf zu bedienen und dich anzuleuchten und ihr euch seht, dann ist reine Liebe möglich. Du erinnerst dich plötzlich an das Wesen der Liebe. Du erinnerst dich daran, dass jeder da draußen deine Dualseele ist. Und insofern hast du dich geheilt. Du hast dir diesen Druck weggenommen, dass es nur diesen einen Menschen gibt. Du bist selbst in die Bewusstheit eingetreten, dass Liebe so viel größer ist und dass es dich mit jedem Menschen verbindet, mit jedem Menschen. Wenn du in dieser Liebe bist, dann hast du nämlich deine Taschenlampe im Griff. Und weil du die Taschenlampe im Griff hast und so bewusst bist und das nicht mehr zufällig machst, sondern sehr bewusst jeden einzelnen Menschen, mit dem du gerade zu tun hast, dass du den anleuchtest, befähigst du diese Menschen, auch ihre Taschenlampe zu benutzen, um dich anzuleuchten und die anderen Menschen in dem Umfeld. Also du steckst quasi Menschen an. Du infizierst Menschen mit Liebe. Du gibst die Liebe weiter, wie einen Schnupfen auf dem Schulhof. Und darum geht es. Gib die Liebe weiter wie einen Schnupfen auf dem Schulhof und dein Leben wird ein Wunder sein. Und vielleicht triffst du an einem wunderschönen Tag auf dem Schulhof des Lebens deine Dualseele wieder. Schönen Sonntag, deine Margrethe.